Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu dieser ungewöhnlichen Zeit, denn 10 Uhr morgens ist keine Zeit, an der ich normalerweise Videos hochlade. Aber ja, der Film wurde gerade eben erst angekündigt im Rahmen von Cape Light Pictures Adventskalender und ist auch ab heute, also ab dem 1. Dezember 2023 vorerst, nämlich bis zum 24. Januar 2024 exklusiv im Cape Light Pictures Shop erhältlich. Und die Rede ist von der 4K Ultra HD Premiere von John Frankenheimers Film Ronan aus dem Jahr 1998, der jetzt hier bereits auf dem Tisch liegt. Der liegt schon länger auf meinem Tisch. Aber ich durfte euch nicht sagen, es ist ja eine Überraschung und ich hoffe, die Überraschung ist geglückt. Ja, der Film erscheint im Vertrieb der Alive AG als Blu-ray und 4K Ultra HD Disc. So mein Messerchen, das ist nicht ganz optimal. Da können wir ein ASMR-Video zu machen. Ja, Ronan. Ein Klassiker mit Jean Reno, Robert De Niro, Sean Bean, Stellan Skarsgård und Natasha McElroy oder McElroy oder wie auch immer und Sean Bean. Also drei Bond-Bösewichte haben wir hier schon mit an Bord und natürlich den fantastischen Robert De Niro, ja, Corleone. Ja, das ist er. Wir packen ihn jetzt aus, oder ich habe ihn ja schon ausgepackt, und wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. Wir haben hier einmal die SD-Karte drumherum liegen. Da haben wir den Hinweis 4K Ultra HD mit HDR 10 und Dolby Vision. Dann hier nochmal der Titel Ronan. Jeder ist käuflich. Freigegeben ist der Film ab 16 Jahren. Unten drunter steht da auch nochmal der Filmtitel. Oben auch. Hier haben wir den Hinweis. Wir haben eine 4K Ultra HD Disc, eine Blu-ray Disc und eine Bonus Blu-ray. Was sich darauf befindet, können wir hinten nachlesen. Wir haben hinten einmal eine Inhaltsangabe, dann ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier das Bonusmaterial. Einmal auf der Filmdisc selber nehme ich an und dann hier nochmal auf der Bonus-Blu-ray. Ist also einiges mit dabei. Dann haben wir hier die Credits und hier die Produktspezifikationen. Einmal der 4K-Scheibe und einmal der Blu-ray-Scheibe. Dann haben wir hier Urheberrechtshinweise, den Strichcode und auf der Rückseite Werbung für Dressed to Kill, der jetzt auch im Handel erhältlich ist. Und hier nochmal das Cape Light Schätze-Regal, wie wir es kennen, das aber permanent wächst. Ich wünschte, ich hätte auch ein Regal, das dann auf einmal noch so ein Fach hat. Habe ich leider nicht. Deswegen wird es bei mir langsam eng im Regal. Aber das ist ein Leid, das jeder Sammler wahrscheinlich nachvollziehen kann. So, dann schauen wir uns jetzt mal das Cover selbst an. Da haben wir natürlich keine Werbung drauf. Wir haben lediglich die Namen da stehen. Jetzt nicht direkt, wo sie hingehören, weil hier Jean Reno, klar. Natasha McElroy, das haben wir hier. Dann hier Robert De Niro, so. Dann hier Sean Bean, haben wir hier. Dann hier Jonathan Pryce, hier. Ja, Bond-Bösewicht, wunderbar. Ja. Und dann unten nochmal den Titel Ronan, jeder ist käuflich. Wir haben das hier, das ist eine komplett matte Oberfläche, fasst sich aber ganz gut an. Bewegung kaum, ja, also da hat Cape Light schon mal ein bisschen nachgebessert. Hier ist kaum Bewegung drin, nach oben und unten auch nichts. Jetzt gucken wir uns gleich an, wie das verarbeitet ist. Auf dem Spine ebenfalls der Filmtitel Ronan, dann unten MGM, dann hier die Bestellnummer Ultra HD und oben steht Blu-ray, weil wie gesagt, ist ja ein Kombipaket und auf der Rückseite ebenfalls ein sehr bekanntes Motiv aus dem Film, in dem wir Robert De Niro sehen, wie er aus dem Wagen rausgeht. Oder ist das aus dem Wagen? Hinten noch der Eiffelturm. Schön gemacht, schön. Also das hier hätte mir als Covermotiv auch besser gefallen. Aber ist halt Geschmackssache. Das hier, ja, das ist, ich finde das ein bisschen unspektakulär. Aber naja, es ist halt alles drauf, was drauf muss. So, dann schauen wir uns das Ganze von innen an. Hier vorne haben wir die. Ich krieg's ja nicht. Ah, kommst du raus? So, haben wir die Ultra HD-Scheibe drin liegen. Die schaut halt so aus. Und hier haben wir die, was ist es, ich nehme an, das ist die Blu-ray-Disc, ja, oder ist es das Bonusmaterial? Ich kann es gerade nicht sehen. Ich nehme an, das ist die reguläre Filmdisc. Wir können aber mal gucken, weil hinten müsste ja dann die Bonus-Disc drin liegen. Und da, genau, hier steht auch Bonus-Disc fett drauf. Alles klar, kommst du raus. Das darf doch.
kann doch wohl nicht wahr sein. So schaut sie aus, die Bonus-Disc. Das heißt, vorne haben wir die 4K und die reguläre Blu-ray als Filmdisc und hinten die Bonus-Disc drin liegen. Die Discs sind so gestaltet, dass sie, wenn wir sie hier reinlegen, sie mit dem farbigen Innendruck, der geht ja hier so über, übereinstimmen. Ja, auch das kennen wir von CapeLite schon. Da weiß man genau, was wohin gehört. Ich persönlich mag das auch sehr gerne. Es ist zwar nur ein kleines Gimmick, aber ich weiß sowas zu schätzen. Ne? Ich mag solche kleinen Gimmicks. So, hier geht das auch ineinander über. So, wenn wir die also hier drin liegen haben, sieht das aus wie ein Bild. Schön gemacht, aber nichts Neues. So, das Papier, wie bei CapeLite bekannt, ist matt. Finde ich persönlich großartig. Hier haben wir einen Text von Katrin Horst da drin. Wir blättern jetzt mal kurz durch. Gut, jetzt haben wir hier eine doppelseitige Fotografie aus dem Film. Ich drehe einfach mal rum, nicht, dass sich da auch was wiederholt. Sehr gut möglich. Also kriegt man natürlich ein Booklet voll, ne, mit so Bildern aus dem Film. Ich meine, es ist ja okay, wenn da ein Filmbild drin ist oder sowas. Aber hier haben wir Natascha. So zum Beispiel finde ich das okay, ja. Dann geht das hier so über, dann so, und das sieht aber aus, als wenn es gebunden wäre. Hier ist aber wahrscheinlich nicht, da ist wahrscheinlich nur die Rückseite von dem Papier. So, hier haben wir den Skarsgård. Wunderbar. Und hier sehen wir auch, das geht nicht so 100% ineinander über. Aber so finde ich okay. Ja, also so finde ich okay. Aber so ein doppelseitiges Bild aus dem Film, so wie hier, ja, ich meine, gut, klar, da ist Action drin. Aber wenn ich den Film schon gekauft habe, brauche ich kein Bild aus dem Film. Ich kann mir auch den ganzen Film angucken. Ja, und hier haben wir dann Jonathan Pryce und weiteren Text. Jetzt sind wir auch schon in der Mitte angekommen. Hier sind die drei Tacker-Klammern, die hier auch schon... Na, ihr seht das, da geht auch schon ein bisschen die Farbe ab. Das haben Tacker-Klammern so an sich, ja, dass wenn das Papier an der Stelle beschädigt ist und minimal sich bewegt, dann klar. Wir sind hier auch schön in der Mitte, das Booklet ist schön in der Mitte verheftet, wo es hingehört. Und es scheint auch, ja, es ist ganz solide verarbeitet, wenn wir uns das hier so ansehen. Also, was heißt sauber? Es ist sauber verarbeitet, es ist schön mittig. Das war ja bei CapeLite in der Vergangenheit und nicht nur bei CapeLite. Da hatten ja viele Mediabook-Hersteller Probleme mit, dass das halt hier so nicht richtig verarbeitet war, sondern dass hier die Seiten überlappten und dass das ja das nicht genau in der Mitte war. So, hier nochmal ein Bild, ein doppelseitiges Bild aus dem Film. Ich meine, gut, kann man sich gut anschauen, ja, aber muss jetzt ja nicht sein. So, hier haben wir nochmal die Natascha. Gehen wir weiter. So, dann haben wir hier. Ja, auch, ne, aber so geht das. Das meine ich, das kann man machen. Wir haben oben so ein Bild aus dem Film und in dem Filmbild haben wir dann hier den Text eingearbeitet. Das ist okay. Schöner fände ich natürlich, ja, hier, wunderbar, ne, also auch ein sehr bekanntes Motiv von Jean Reno, wie er aus dem Wagen rausschießt. Das ist so bekannt, weil wir haben es hinten auch schon drauf, ja, hier ist es nochmal. Ja, hier sind Seiten verschieden. Klar, so komme ich auf ein Booklet mit 25 Seiten, ja, wenn ich hier doppelseitige Bilder reinpacke, finde ich jetzt, ja, man hätte hier noch Filmplakate reinmachen können, wobei so viele unterschiedliche Filmplakate gibt es von dem Film meines Wissens gar nicht. Oder so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Gut, muss natürlich vorhanden sein. Hat man keins, kann man keins reinpacken. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich jetzt mal zähle, hier eine Seite verschenkt, zwei, drei, ja, das zähle ich nicht. Das zähle ich, das lasse ich geben, ne? Vier, fünf, ja, deswegen zähle ich das hier, ne? Weil die Seite habe ich durchgelassen. Also fünf, sechs, sieben, acht, ach, der meine Güte, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15. So, ja, das lasse ich mal. So, also, wenn 16 Seiten von einem 24-seitigen Booklet sind mit Bildern zugepackt. Das, ne, ja gut, das ändert natürlich nichts an dem Film. Der Film, ja, der, ja, großes Kino, also wenn man auf Action steht und Stories durchaus auch mal entbehren kann, ist es ein toller Film. Und
Wie gesagt, da haben viele drauf gewartet und diese Premiere hier. Es war mir ein Vergnügen, euch die vorstellen zu dürfen. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet. Werdet ihr euch den als Ultra-HD-Disc zulegen in diesem schicken Mediabook mit so vielen bunten Bildern drin? Man kann sich ja auch, das sind ja alle visuelle Menschen. Ist ja auch schön, wenn da so viele Bildchen drin sind. Kann man sich den Film, was war das nochmal für ein Film? Was war das? Ach ja, hier mit Arsch. Richtig, richtig, da wurde ja so viel geschossen. Und die Autoverfolgung sagt am Schluss, ich weiß es wieder, ja, geiler Film. Ja, wie auch immer, das ist halt das 4K Ultra HD Mediabook von Ronin. Seit heute im Handel, am 7.12. kommt das. Am 7.12. kommt das in den Handel, aber heute darf ich euch den vorstellen. Das heißt, ihr müsst leider noch eine Woche warten, tut mir leid. Aber ab dem 7.12. ist dieser Film im Handel erhältlich und heute könnt ihr euch den vorbestellen. Also ab sofort bei CapeLight im Shop. Den Link findet ihr unten in der Infobox, also hier unten. Ne? Und wenn ihr schon da unten seid, dann lasst mir direkt den Daumen da, nicht den, sondern nach Möglichkeit den und schreibt mir in die Kommentare, abonniert den Kanal und ihr wisst ja, wie das läuft. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie immer, bleibt geil.